groß rausgekommen mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ihr habt da mitgespielt. Wie passt das eigentlich zusammen, dieses Soap-Image? Und ihr seid ja eigentlich eher eine Rockband. Ja, das ist wohl richtig. Ja, wie passt das zusammen? Also wir machen schon Ewigkeiten Musik und GZSZ hat eine Band gesucht und die Möglichkeit haben wir wahrgenommen. Und die Single, habt ihr die dann auch extra für diese Serie geschrieben oder gab es die schon länger? Hattet ihr die vorher schon fertig? Die Single hatten wir schon vorher fertig und durch diese Serie ist sie natürlich ein bisschen populärer geworden und also war ein gutes Sprungbrett auf jeden Fall. Und ihr habt ein ganz tolles Video gedreht und ihr habt jetzt sogar schon die zweite Single. Die heißt? Nichts mehr von dir und kommt am 15. Mai, wird die veröffentlicht. Und ihr seid ziemlich gestresst, denn ihr hattet jetzt gerade einen Videodreh, habe ich gehört. Passt das zusammen? Song und Video oder sind das nur schöne Bilder? Super schöne Bilder. Ja, es ist ein Fliegervideo und also in dem Lied geht es darum, dass halt, es geht um eine verflossene Liebe geht's. Und wir nehmen halt so fliegerisch Abschied, so symbolisch. Und es ist auch eher so ein Schmacht. Song oder ist es auch sehr rockig? Total. Nein, es ist rockig. Es ist rockig. Es rockt. Ja. Ihr habt eure Gitarren da mitgebracht. Ihr wollt mir jetzt doch was singen, oder? Ich würde mich total freuen. Ihr zu Hause doch bestimmt auch. Und ja. Soll man das tun, ne? Ja. Machen wir. Okay. Okay. Hättest du das Ich halte euch das Mikro. Das finde ich ja grandios. Ihr wart die Ersten, die in meinem Studio gesungen haben. Und dann Premiere. Für mich. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ihr dürft euch wieder hier runtersetzen. Ich habe mir auch eine klitzekleine Aufgabe für euch überlegt, weil ich dachte, ich kann euch ja hier nicht einfach so rumsitzen lassen. Und zwar in der aktuellen Bravo ist ja so ein Test. Macht ihr auch immer diese Tests in den Bravos? Nicht immer, aber teilweise. Ab und zu. Ab und zu. Und zwar, diesmal ist ein Test drin, der heißt, wie beliebt bist du? Und ich dachte, bei vier jungen Männern. Und zwar habe ich den kopiert, ich gebe euch den jetzt mal. Ihr könnt das dann ausfüllen. Ich gebe euch gleich auch noch einen Stift. Ich verteile das schon mal hier so. Danke. Und während die Jungs jetzt diesen tollen Bravo-Test machen, gibt es für euch die InSync History. Ihr wisst ja, die Jungs sind jetzt ganz groß rausgekommen, auch in Amerika. Sie brechen alle Rekorde mit ihrer neuen CD No Strings Attached. Und wie alles angefangen hat und wie es weitergegangen ist, das seht ihr.